Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Home Alone 2, Kevin allein zu Hause 2 oder Kevin allein New York heißt es glaube ich auf Deutsch. Ja, der erste Teil, also zumindest das Videospiel war wirklich schlimm, also es war richtig schlecht und ich bin gespannt, wie der zweite Teil so wird. Ich meine, der zweite Teil ist auch dafür bekannt, dass es schlecht ist. Aber ich frage mich, ob das so stimmt. Ob das wirklich so schlimm ist. Ja, wir werden es jetzt rausfinden, ob es wirklich so schlimm ist. Ja, vor allem welcher schlechter ist. Eins oder zwei. Ich bin gespannt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schlimmer findet. Teil 1 oder Teil 2. Ich meine natürlich das Videospiel. Okay. Well, das Kind mal ordentlich durchschütteln. Ist gut. Aha. Kind wird durchgeschüttelt, wenn es nicht wegläuft, oder wie? Okay, ich muss instant weglaufen, sonst werde ich durchgeschüttelt. Gut. Da ist Gepäck und das Gepäck tötet mich. Aha, da ist so eine komische Oma, die tötet mich auch. Da gibt es immer so viele Sachen zum Einsammeln. Keiner weiß, was das soll. Ein Schlüssel. Ah, Schlüssel sind schlecht. Okay, ich dachte, Schlüssel einsammeln ist gut. Nicht in diesem Spiel. Und ich werde vom Koffer getötet. Ah, ich kann der mit B. Wieso hüpft er nicht gescheit? Warum wäre was zum Einsammeln? Hüpft einfach nicht gescheit. Ah, kann ich da reingehen? Ja, da kann ich reingehen. Ah, der haut mir auch was am Schädel. Super. Was bringt mir das hier überhaupt? Gut, hab's nicht gecheckt. Koffer wird drüber gesprungen. Pizza, Kekse, Staubsauger. Die Oma hüpft mir den Kopf, egal. Komm ich denn rauf da? Ja, und da oben gibt's jetzt irgendwas. Oh, da gibt's ein Maschinengewehr. Aha, sehr gut. Da gibt es jetzt eine Pistole. Finde ich gut. Eine Pistole macht das Ganze natürlich gleich mehr Sinn. Aha. Ah. Der ist immun gegen Schüsse. Okay. Ach. Diese Süßigkeiten nicht gescheit drüber kommt. Ah, ich glaube, der zweite Teil ist besser. Traue ich mich jetzt schon sagen. Ich glaube, der zweite Teil ist besser. Weiß ich nicht, an dieser Person vorbeikommen soll, ohne dass mich auf die Schnauze hat. Weiter geht's. Den schießen wir ab da. Da rennen wir einfach unten durch. Hier ist ein Koffer. Ah, die hätte ich abschießen müssen. Da kann ich mir. Da ich werde schon wieder durchgebeutelt. Nein! Wieso schießt er nicht in die richtige Richtung? Da, tschüss, wiedersehen. Gescheit Kekse essen, ja, ja. Ah, da hätte ich abschießen müssen. Da habe ich ja schon die Knarre, habe ich ja schon. Ah, abschießen. Unten durch. So, abschießen nicht vergessen. Nein, das Koffer. Ah, ich habe nichts zum Schießen. Nein. Was mache ich da? Ah, unmöglich. Da werde ich nur durchgeschüttelt, da gehe ich weiter. Boah, gutes Timing gehabt. Einfach nur Zufall. Da kann ich nirgends rein. Ja, ich möchte da rein. Geht nicht. Ich möchte da rein. Nein, ich kriege einen Koffer am Kopf. Warum auch immer ich einen Koffer am Kopf kriege. Naja, es ist schon ein Mist irgendwie, aber naja. Gut. Wollen wir mal nicht so sein. Spielen wir uns nicht weiter. Ich kann da auf diese Pflanze irgendwie ein bisschen drauf hüpfen, aber nur ein bisschen.
Ach Gottchen. Da oben drüber. Die Radbild im Schädel. Da, da. Ob ich das jetzt schaffe, dieses Gewehr zu kriegen, ohne dass ich mich der tot macht. Einmal. Na, das ist nicht möglich, glaube ich. Kette, 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 Fahrradkette. Da haben wir schon dreimal Pizza. Was bringt die ganze Pizza eigentlich? Da unten durch. Wenn ich da jetzt reingehe, dann einfach der Instant Umnieder, wenn ich mein Gewehr habe. Und tschüss, Oma. Oder? Jetzt kommt der da hinten. Ist jetzt. Ah, der kommt trotzdem! Ah, das haben sie natürlich nicht gedacht. Ich dachte, der geht raus und dann ist er drinnen nicht mehr, aber so hochwertig ist dieses Spiel natürlich nicht. Da ausweichen. Nein! Ich habe keine Waffe mehr. Ah. Da ist die Waffe. Die braucht man, die ist wichtig. Ah, geh, komm. Ich komm nicht mehr rauf da. Komm, hüpf doch, du Blödel. Hüpf doch, Kevin. Hüpf. Ach, wenn die Steuerung wenigstens irgendwie noch nur annähernd irgendwas können würde. Ohne einen Treffer einzustecken geht das gleich nicht hin. Oder? Hüpft einfach drüber. Hey, über das Sofa kann man höher hüpfen. Ah! Ja, bist du neulich, da haben sie sich richtig was überlegt. Bin begeistert. War auch nicht immer anscheinend. Ah, Mist. Und der von hinten, tschüss, wiedersehen, sieht mich nicht. Gutes Timing wieder erwischt. So, und was passiert da jetzt mit diesem, möchte da rein? Kann ich da jetzt irgendwie noch irgendwas machen? Wie geht's da weiter? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Nein, was soll ich machen? Was soll ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Ich drücke ja eh schon alle Knöpfe durch hier, was man drücken kann. Was ist der? Unmöglich, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Bitte mal wer in die Kommentare schreibt, was man da für diesen Gepäcksausgabefach zum Schluss machen muss. Oder muss ich. Nein, ich kann da nicht mehr zurückgehen. Oder? Ich glaube, ich konnte da nicht mehr zurückgehen. Ah, hüpft mir die Oma wieder im Kopf. Ah, geh komm, Kevin. Nimm die Knarre in die Hand. Stell dich nicht so an. Ja, das ist für das ganz gut gelungen jetzt. So, der haut ja von oben runter auf mich, ist mir egal, ist mir egal. Ah, die Oma erwischt mich fast immer. Jetzt kommt der Blödmann da wieder daher. So, da einfach durchgehen. Dann stimmt es auch mit dem Timing. Und da kann ich nicht reingehen. Okay. Kann ich zurückgehen? Nein, ich kann nicht zurückgehen. Schießen bringt, glaube ich, auch nichts. Nein, schießen bringt gar nichts. Drückt mal einfach Button smashen. Vielleicht mache ich ihm mal zufällig das Richtige. Was zum Geier soll ich hier tun? Man weiß es nicht. Ich habe gesehen, mit Select kann ich irgendwas mit der Waffe noch machen. Okay, das schaue ich mir noch an. Das schaue ich mir noch an.
Ah, ich kann am Boden noch rutschen. Okay. Jawohl, durchgerutscht, aber das war easy. Jetzt kriegt er mit Select die Waffe noch verbessern gleich, oder? So? Hm. Verschiedene Knarren hier. Komm schon! Soll ich die... Aha, das sind die verschiedenen. Da, puff, drei Schuss, zwei Schuss habe ich noch. Da hat man den Schlüssel am Kopf. Ah, trotzdem erwischt. Ja, reingehen, instant abschießen. Aber es bringt nichts. Ich wette, kommt, wenn ich rausgehe, gleich wieder, oder? Ja, das ist doch wirklich von den dümmsten Menschen der Welt programmiert worden. Entschuldigung, aber so lieblos umgesetzt zum Teil, so wie das hier, mit dem, dass der Typ sowieso immer rauskommt, egal ob man ihn vorher fertig macht oder nicht, ist einfach nur blöd, einfach nur doof, einfach nur doof. Nein, es reicht nicht, ich reg mich zu sehr auf. Ich finde den zweiten Teil genauso schlecht eigentlich. Wobei das Gameplay ist, nein, man kann es echt nicht sagen, sie sind wirklich beide mies. Ich tue mir echt schwer, man kann es kaum sagen, was schlechter ist. Aufgeregt habe ich mich auf jeden Fall beim zweiten Teil mehr irgendwie. Egal, egal. Ich hoffe, ihr hattet mit mir halbwegs Spaß bei diesem miesen Spiel. Das war Kevin allein zu Hause 2 am NES. Da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer Postfach. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Über einen Daumen hoch freue ich mich immer und haut mir noch in die Kommentare, welcher Teil schlechter ist. Kevin allein zu Hause 1 oder 2. Ciao, ciao.